So Freunde, jetzt ist es soweit. Sehr, sehr geil. Schaut mal, was ich heute bekommen habe. Post. Und schauen wir mal, was da drin ist. Ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Und zwar. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart. Rausgebracht. Jetzt geht es erstmal zu einer coolen Timelapse, zu einem coolen Spot. Und dann habe ich heute noch ein Bewerbungsgespräch. Für ein Kindercamp, für ein Kindersommercamp. Ich muss da mit denen dann quasi ein bisschen Sport machen, ein bisschen Fußball spielen, Basketball. Das hört sich ganz cool an. Das ist eben, wie gesagt, in den Ferien. Zwei Wochen lang. Da gehe ich heute mal hin, schaue mir das an. Und ich glaube, dass das ziemlich cool werden kann. Ja, und jetzt momentan bin ich hier in Schönbrunn. Mir eine Decke mitgebracht und lese hier gerade Shoe Dog, die Biografie von dem Nike-Gründer Phil Knight. Das ist ein ziemlich geiles Buch, also kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, nebenbei mache ich hier eine kleine Timelapse. Mal schauen, wie das wird. Vorher ist gerade irgendwo da droben eine Drohne rumgeflogen. Wisst ihr, was an solchen Videos echt komisch ist? Die Leute, die dich einfach anschauen, wenn du dann mit zwei Kameras rumläufst, nebenbei ein Buch liest und zwei Kameras irgendwie stehen lässt, echt komisch, verstehe ich nichts. Jake, you're back! Shut your face! I came back for the music! So geile alte Gebäude hier, hammergeil. Ich zeige euch jetzt mal ein paar so alte Gebäude, weil ich bin jetzt hier gerade im Schlosspark, bin ich sehr, sehr oft hier. Und die Gebäude oder die Bauten sind mega geil. Also das war früher das Schloss von Sissien. Schaut doch hammergeil aus, oder? Hammergeil. So, zurück vom Park. Sehr, sehr geiles Wetter draußen. Ich muss jetzt einfach mal kurz sagen, dass dieses Format hier mir extrem viel Spaß macht, weil man einfach wieder ja, ein bisschen kreativ sein muss. Wo positioniere ich jetzt die Kamera? Auch die ganzen Timelapses, wo habe ich den coolsten Spot? Es ist einfach sehr, sehr cool, da sich kreativ ein bisschen auszuleben. Fuck, da ist definitiv jemand dagegen gefahren. Schaut ganz schön schief aus. Hört sich mega, mega cool an, was die da so gemacht haben, also was da so gemacht wird. Es ist zwei Wochen quasi in der Jugendherberge. Ein bisschen mit benachteiligten Kids quasi, denen zwei schöne Wochen machen, ein bisschen Sport machen. Mega, mega cooles Gespräch gehabt, die Leute waren mega, mega nett. Jetzt geht's erstmal ab.
Freunde, jetzt ist es soweit. Sehr, sehr geil. Schaut mal, was ich heute bekommen habe. Post. Schauen wir mal, was da drin ist. Ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Und zwar mein Buch. Ich habe mir jetzt ein zweites Exemplar bestellt. Weil das erste war nicht ganz so meinen Wünschen entsprechend, beziehungsweise die Schrift war zu klein. Und ja, da ist es. Das zweite Buch, die zweite Fassung. Jetzt mit angepasster Schrift. Ich hoffe zumindest, dass die Schrift angepasst ist. Aber schauen wir mal. Ja, da ist das alte. Schaut eigentlich ganz gleich aus. Bis auf das, dass das jetzt dicker ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, es hat jetzt 196 Seiten durch die angepasste Schrift. Das hat nur 130 oder so, weil da einfach keine Abstände drinnen waren. Ja, das sieht man hier. Da ist sehr, sehr kleine Schrift und Textabstände waren eigentlich kaum vorhanden. Jetzt, das ist ein Blocksatz. Und schauen wir mal rein, oder? Endlich. Das Buch ist noch nicht kaputt. Jetzt bin ich ganz gespannt, weil es ist ja anderes Papier. Es ist jetzt kein reines Fotopapier mehr, sondern ein mattes Papier. Mal schauen, wie das jetzt ausschaut. Schauen wir rein. Also Welcome to Australia, mate. Ich hoffe, das kann man so lesen. Also das Papier ist jetzt gleich viel, viel anders. Das fühlt sich viel, viel mehr nach Buch jetzt an. Ja, das Vorwort. Ah, das schaut schon viel besser aus jetzt. Ja, so ist gut. So ist perfekt eigentlich, oder? Was sagt ihr? Das schaut echt geil aus so. Jetzt bin ich gespannt auf die Fotos, wie die aussehen. Wo kommt das erste Foto? Jetzt kommt das erste Foto. Und? Ja, perfekt, oder? Perfekt. Ja, Wahnsinn. Genauso soll es sein eigentlich. Hammergeil. Hammergeil. Ja, Seiten und Zahlen sind jetzt auch unten. Jetzt ein bisschen nach oben stellen jetzt. Ja, das schaut schon viel, viel besser jetzt aus. Wenn man es vergleicht, direkt im Vergleich jetzt mal. Ja, schwierig jetzt irgendwie. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, man kann schon sehen, oder, dass das viel, 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 viel größere Schrift jetzt ist. Und auch viel, viel dicker. Es liegt jetzt viel, viel besser in der Hand. Also ist jetzt echt saugeil. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr geil gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Hammergeil. Hammergeil. Ja, hammergeil. Kann man nicht mehr dazu sagen. Wahnsinnsgefühl einfach. Ja, das ist jetzt die fertige Version quasi. Holt es euch. Im Thalia gibt es dann in Online-Shops wie Amazon. Aber ich möchte jetzt gar keine Werbung nicht machen. Wie gesagt, das ist jetzt. Ja, der letzte Testdurchlauf gewesen. Jetzt wird es dann eingereicht. Normalerweise ist es bis Ende März dann erhältlich. Mal schauen, ob das alles so klappt. Ja, wie gesagt, die E-Book-Version ist noch nicht ganz so, wie ich es haben will, aber es geht schon irgendwie alles so.